begleitet mich heute noch mal an einem Tag ins Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal und einem halben Tag aus dem Disneyland Paris. Wir haben nämlich schon 11:45. Ja, wir haben heute ein bisschen länger geschlafen. Ich bin um 9 aufgewacht. Nina hat dann nochmal ein bisschen länger geschlafen, weil sie ist ja gestern erst um 12:45 losgefahren, nachts, um dann hier morgens zu sein. Und dementsprechend war sie schon sehr kaputt. Habe jetzt mein Gepäck wieder am Bahnhof abgegeben, 9,50 € für ein großes Fach. Mein großer Koffer habe ich heute getestet, würde auch in ein mittleres Fach passen. Aber ich hatte noch zwei Taschen, deswegen muss ich dann doch das große Fach nehmen. Und heute ist es viel wärmer als gestern. Ich schwitze jetzt schon, mir ist warm. Warum hätte es nicht gestern so sein können? Also gestern dachte ich wirklich, wir sind im Dezember, im tiefsten Winter, mir war es so kalt. Naja, jetzt geht es durch die Security. Dann treffe ich die anderen wieder. Wir gehen nämlich heute wahrscheinlich ins Silver Spruce Steakhouse. Das hat ja nämlich ein neues Menü und das möchten wir natürlich testen. Wir haben jetzt leider keinen Tisch im Silver Spur bekommen. Wir haben jetzt nachgefragt. Heute ist Dienstag, aber irgendwie ist es für einen Dienstag mega voll. Also wäre heute Sonntag oder so. Ja. Ist jetzt leider nichts geworden. Das heißt, wir gehen jetzt ins Cowboy Cookout. Ist hier in der Nähe, da waren wir auch lange nicht mehr. Ist okay. Weil sonst... Wenn man mit 5 Leuten unterwegs ist, ist es ganz schön schwer, auf einen Nenner zu kommen. Ohne dass man jetzt so weit laufen muss schon wieder. Und dann, ja. Jetzt haben wir uns auch das Cowboy Cookout zusammen entschlossen. Ich habe euch ja schon im Halloween-Overview gezeigt, dass man hier Goofy treffen kann. Steht ja nie in der App drin, aber wir sind jetzt hier auch gegen 12 und er steht wieder hier. Und heute ist sogar Pluto dabei. Pluto ist gerade versteckt hinter dem Kind. Da ist er. Na, steht er gleich auf? Man sieht ihn auf jeden Fall. Im Cowboy Cookout gibt es Pommes mit so einem Barbecue-Sheriff-Menü mit einer Wurst und Rippchen und so. Ich glaube, das nehme ich auch. Ansonsten gibt es so ein halbes Hähnchen oder einen Burger. Ihr bekommt ja aber auch Salate, zum Beispiel einen Chicken-Salat oder auch einen normalen Salat, also einen vegetarischen, veganen Salat. Genau, bekommt ihr hier auch, wenn ihr nichts Deftiges essen möchtet. Ja, das ist jetzt mein Sheriff-Menü für 17 Euro. Wie gesagt, es gibt eine Wurst, ein Hähnchen und Ribs mit Pommes und einem Getränk Cherry Coke für 17 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Mayo, Ketchup und so gibt es ja hier immer en masse on top. Na, Cheryl, ihre Mutter und ich laufen jetzt gerade zur Richtung Schloss. Und wir hatten gerade jemanden gesehen, der, ich weiß nicht, ob er blind war, aber er hat auf jeden Fall einen blinden Stock gehabt. Und hat sich, und dann haben wir uns gefragt, diese Spuren hier von den Kutschen, die ja der Thematisierung gelten, ob das auch für extra so gemacht wurde für Blinde. Weil da ist auch eine Gabelung, die nach, entweder nach rechts oder nach links führt, Richtung Ausgang oder halt Richtung Phantom Manor. Ist mir noch nie so aufgefallen, aber wenn man das jetzt so genau betrachtet, ist es tatsächlich, macht es schon Sinn. Krass. Eine liebe Followerin hat mir den Waltz-Pin gestern mitgebracht. Wir haben sie jetzt gerade hier getroffen und ich bin mit Cheryl hier. Brina und Nina haben sich verabschiedet und wir laufen hier lang und Cheryl meint, was liegt denn da auf dem Boden? Und dann liegt da dieser Stein und wir dachten, okay, es ist erstmal so ein Liebesstein. Was, ne? Also, und dann meintest du, es gibt Leute, die verstecken die Steine und dann darf man die mitnehmen. Und dann haben wir da drauf geguckt und dann hinten steht dann halt ein Geburts- und ein Sterbedatum von Sina. Das heißt, Sina ist vor über einem Jahr gestorben mit einer Facebook-Seite, die haben uns jetzt auch schon angeguckt. Und es gibt wohl 30 Steine, glaube ich, und das ist Stein 25 und da steht Let Me Travel. Und es ist eine holländische Seite und ich habe es übersetzt und dann steht, dass die Steine halt verschiedene Bereiche, verschiedene Orte auf der Welt besuchen sollen, um Gedenken an Sina. Ich würde sagen, dann nehme ich den jetzt mit in die Schweiz und lasse ihn da mal die Schweiz besuchen und liegen. Mal gucken, wo er sonst noch hinkommt. Schaut mal, wir warten jetzt hier für die Parade, Halloween-Parade, und hier wird die Pyrotechnik gerade aufgebaut. Jetzt mal hier ein bisschen behind the scenes.
So. Baut das irgendwo rein. So sieht das hier aus. Komplett verkabelt. Einfach nur reingesteckt. Vier Stück. Oder sind die anderen für die anderen Seite wahrscheinlich? Ja. Ja, wir sitzen jetzt hier. Carsten ist auch wieder dazu gestoßen. Cheryl ist immer noch da. Wie gesagt, Brina und Nina sind gefahren. Wir sitzen jetzt hier und warten. Gleich kommt die Parade mit den... Cheryl wollte unbedingt bei den Zombies sitzen. Ich wollte eigentlich Goofy und Max sehen, aber weil die sind ja neu. Aber dann habe ich mich dann ergeben und habe gesagt, okay, sitzen wir jetzt halt bei den Zombies. Sie möchte die Bride mal sehen. Okay. Genau, ansonsten... muss ich gleich noch ein Bild machen von dem Pin am Walls. Dann muss ich in die Studios. Ich muss nämlich bei meiner Jahreskarte, also in die Kassen, weil meine Jahreskarte läuft ja noch bis April, aber mein deutsches Konto läuft aus im November und ich muss meine Adresse und meine Bankverbindung ändern und das geht wohl nur an den Studiokassen. Per E-Mail, glaube ich, wird das nie funktionieren. Also ich mache das lieber vor Ort. Und das nächste Mal bin ich im November da, zum Start der Christmas Season, vom 10. bis zum 12. November. Mit Cheryl. Cheryl ist auch dabei, mit ihrer Mama wieder. Aber ich bin da mit meiner Mama auch da. Und mit ihren Freundinnen und auch eine von den Enkelinnen ist dabei. Also wir sind eine riesengroße Truppe. Endlich mal Attraktionen fahren. Genau, weil da sind einige dabei, die waren noch nie hier. Also vor allem die Enkelin war noch nie hier. Genau, und da kann ich eigentlich mal ein Video machen zur Priority Access Card, denn meine Mama hat eine. Das heißt, dazu wird es dann auch ein Video geben. Was ansonsten geplant ist in den nächsten Wochen, also nächste Woche bin ich in Tripsdrill am Samstag mit Brina, Sinan und ich glaube noch ein Arbeitskollege von Sinan ist dabei. Das wird mein erster Tripsdrill-Besuch sein. An der Stelle kann ich mich schon mal beim Tripsdrill bedanken für die Einladung tagsüber. Wir werden aber auch abends noch die alte Weibernächte besuchen. Das heißt, es wird so mein erstes und einziges Halloween-Event dieses Jahr sein. Ansonsten, glaube ich, ist nichts geplant. Ich bin nirgendwo an Halloween, weil in der Schweiz haben wir am 1. November keinen Feiertag. Das heißt, ich muss am 1. November wieder arbeiten. Ich hatte mir zwischendurch mal überlegt, vielleicht zur Halloween-Party in den Europapark zu fahren, aber müsste ich dann abends nach Hause fahren und nee. Also Halloween ist für mich einfach nur zu Hause sitzen. Und ansonsten hat meine Mama noch Geburtstag zwischendurch, da bin ich da und am letzten Oktoberwochenende bin ich auch nochmal bei meinen Eltern, weil ich muss meine Wohnung dann übergeben, meine deutsche Wohnung an die Vermieterin. Dann bin ich da nochmal bei Mama und meinem Papa und dann gehe ich mit Daria am Samstag auch noch was essen, also ganz bequem, ganz gemütlich. Wahrscheinlich treffen wir auch Daniel, weil wir in Trier essen gehen. Genau, aber in nächster Zeit nur Tripsdrill und dann ist halt wieder Disneyland Paris. Am Start. Ah ne, Quatsch! Am 5. November wollte ich noch in den Europapark. Genau, wir sind nämlich an dem Wochenende bei meiner Mama zum Geburtstag, aber mein Freund möchte schon am Samstag nach Hause fahren. Dann habe ich den Sonntag Zeit und ich muss ja meine Jahreskarte mal wieder nutzen vom Europapark. Und im Oktober ging das ja nicht, wir haben ja die silberne. Da habe ich gedacht, okay, dann am 5. November kriegst du noch ein bisschen was mit von Halloween. Fahre ich doch am 5. November alleine in den Park, aber Brina ist wohl am 4. da. Bespreche jetzt mit ihrem Freund, ob sie noch bis zum 5. bleiben, einen halben Tag. Dann würden wir uns da vielleicht dann noch sehen. So, das ist so, was geplant ist. Und dann ist schon wieder Disneyland Paris. So, jetzt kommt die Halloween-Parade. Genug von meinem Monolog.
Das war das letzte Mal, wo ich diese Halloween-Parade gesehen habe, weil nächstes Jahr soll eine neue kommen. Aber es war irgendwie nicht so, also es ist mir gerade erst danach bewusst geworden, dass es das letzte Mal für mich ist. War jetzt nicht so emotional wie Dream and Shine weiter. Es ist auch mal Zeit irgendwann für was Neues. Wir wissen, Mickey's Dazzling Christmas Parade ist ja neu und das war echt schön. Oder ist immer noch schön, kommt er dieser wieder. Ja. Aber das Lied mag ich trotzdem. Also es ist nicht, dass ich die Parade schlecht finde. Ich mag sie sehr gerne, aber es ist immer wieder Zeit für was Neues. Und ja, wir laufen jetzt gerade hinterher, weil ich noch ein Bild beim Waltz machen möchte. Und dann verlassen wir den Park. Ja, das letzte Mal die Halloween-Parade gesehen. Ja, wir waren jetzt hier gerade an den Studio-Kassen, da wo man die Jahreskarte verlängern oder kaufen kann. Und man kann wohl sein Konto nicht hier ändern. Man muss eine Nummer anrufen, die hat mir Cheryl jetzt eh schon gegeben, weil ich bin ein bisschen zeitknapp, also jetzt nicht mehr so ganz so zeitkritisch, aber ja, da muss ich dann die Hotline mal morgen anrufen und Cheryl meinte, die schickt mir dann ein Formular zu, muss das ausfüllen und dann kann ich mein Konto ändern. Und so schnell gehen wieder 4 Tage, so waren es 4, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 5 Tage fast, 4,5 Tage Disneyland Paris vorbei, war wirklich schön, mit tollen Menschen, lieben Menschen Zeit verbracht. Wir haben so viel gelacht, viele von euch getroffen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns angesprochen haben. Macht euch keine Sorgen, ihr könnt uns immer ansprechen. Wir nehmen uns immer kurz Zeit für einen Plausch und auch für ein Foto. Also vielen, vielen Dank auch an der Stelle. Ich hole jetzt meinen Koffer ab, kaufe mir noch ein RER-Ticket, dann geht es zum Gare de Lyon und dann fahre ich mit meinem TGV wieder zurück nach Zürich. In 3 Wochen bin ich ja wieder hier zum Start der Christmas Season, da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Und wo ich in den nächsten Wochen bin, wisst ihr ja schon. Also vielen Dank, dass ihr uns an diesem Wochenende wieder so zahlreich begleitet habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.